Hey Leute, willkommen zurück zu DK The Mare. Ich habe mir mal die Texte durchgelesen. Seht mal. Ich habe ja hier noch diese Bilder, warte. Da sehen wir es gleich. Da, guck mal, da ist nämlich noch eine Blume. Ja. Der Junge weint. Die Männer beobachten uns. Und, Liebe ist durchdrungen. Youth is crying. Und the moon is burning. Ja, das ist eigentlich schon ein guter Hinweis darauf. Hätte ich auch gleich drauf kommen können, ne? Ihr habt es mir vielleicht schon in die Kommentare geschrieben. Dafür danke ich schon mal präventiv. Ich sag ja nur, es ist, manchmal stelle ich mich halt ein bisschen doof an. Naja, wir nehmen die Zeichnung mal mit. Dann... warte mal, ich gehe noch hier und hol mir die noch. Ist halt ein bisschen kacke manchmal, ne? Wenn man nicht selber drauf kommt, dann ist das ein bisschen scheiße. Warte mal, das kann ich eigentlich... Liebe ist einnehmend. Naja. Ich werde es schon rauskriegen gleich. Also der Mond brennt. Das ist schon mal das Wichtigste. Nö? Muss mich hier nur zurechtfinden. Warte, dann geht's hier weiter. Nein. Warum... Wenn ich aus der Tür rauskomme, warum dreht er sich dann direkt wieder hin? Das frage ich mich ehrlich gesagt. Warum, warum? So, der Mond brennt. The moon is burning. Das hatten wir ja. Das stimmt. Okay. The moon is burning. Ich habe das nur mit den Augen falsch gemacht. Weil die Augen weinen. Ne? Die Augen weinen. Ich mache das gerade wieder mit der Hand. Ein bisschen schwierig immer. So, hier war es, glaube ich, mit den Augen. Da ist sich mal. Ja, bitte. Guck, da sind die Augen. Und die müssen weinen. Die beobachten nicht. Der Typ beobachtet. So. Verwenden. Bup. So, haben wir das. Jetzt drehen wir uns nach da. Gehen durch diese Tür. Denn dann sind wir richtig. Genau. Ist ein bisschen schwierig immer mit dem sich umgucken und so weiter. Und naja. Bin schon gespannt, was passiert. Bin schon recht gespannt. Am Ende gar nichts. Aber das ist immer so, wenn man was spielt und ihr schaut zu. Man kann sich nicht immer zu 100% konzentrieren. Das ist der Fehler. So, genau. Guck, und die legen wir da hin, weil die beobachten uns ja. Die Augen. So. Eindeutiger Hinweis darauf. Alles klar. Verwenden. Etwas geschieht. Ach, da soll ich jetzt hin, oder was? Da ist Licht angegangen. Hervorragend. Ein Achievement. Meister der Zeichnungen. Ich weiß nicht, ob ich mich damit so gut fühlen soll, weil ich habe immerhin gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ich habe mir halt alles nochmal angesehen. Und nochmal danke, falls ihr es gelöst habt, in den Kommentaren. Das ist echt nett. Ich habe ja auch danach gefragt, nicht wahr? So. Ich will da nicht rein. Ja, dann geh doch rein. Aha, diese Uhr scheint etwas... mit etwas anderem in Verbindung zu sein. Wenn ich die Zeige bewege, könnte vielleicht etwas passieren. Ja, warte mal, ich hab's mir noch aufgeschrieben. 14.35 Uhr und 45 Sekunden. Hallo? So, 14. Uhrzeiger auswählen. 35. Wenn das jetzt stimmt. Nein. Es muss einen Hinweis für dieses Rätsel geben. Müsste doch stimmen. Ah ne, 14 Uhr. Ich bin so blöd, ne? Bin so ein Dödel. Und nur? Ne, das war falsch. Hä? 14 Uhr. War das jetzt falsch? Hm.
Müsste doch stimmen, oder? Oh, es war 15 Uhr. Huch! Ich habe 14 Uhr aufgeschrieben. Warum? Die Tür ist wieder aufgegangen. Das Gitter. Aha. Zeit ist eine Illusion. Das ist gut zu wissen. Ne, es gibt nur diesen einen... Ja. Ich will da nicht durch. Okay. Es ist sehr unheimlich. Ich finde es sehr unheimlich, Leute. Ne, warte. Da war dieses... mit dem Schacht, ne? Okay, dann war da die andere. Wo gingst du nochmal zurück jetzt? Da, ne? Da, ne? Zum roten Raum. Oh Gott. Ich will wieder in den blauen Raum. Ja? Hineingehen? Was habe ich denn jetzt eigentlich dadurch gewonnen, dass ich wieder zurückgehe? Ich meine, wir können nur durch die Tür. Noch mehr Gebrutzel hier. Die drei. Lässt sich nicht öffnen. Dann muss ich in diesem Raum weiter umschauen. Naja. Muss ich das, ja? Ist verschlossen. Was? Ich kann Geräusche von der anderen Seite hören. Versucht jemand mit mir zu kommunizieren? Hallo? Ah! Oh Gott! Ich hab's gewusst! Arschbacke. Nee! Nee, jetzt ernster Fortsetzung folgt? Wow. Meister des Verfalls 1. Wollt ihr mich verarschen? Das war das Spiel? Das waren jetzt keine 8 Minuten. Hätte ich das eher gewusst. Och nö, das... Ach, lass mich raten, das ist nur ein Early Access. Ich mag keine Early Access Spiele. Stand das nicht dabei? Habe ich mich vertan? Ihr habt doch nicht gedacht, dass jetzt zu Ende ist. Es gibt noch eine zweite Episode. Und eine dritte. Wer hätte das gedacht? Episode 2. Babum. Was ist dein Freund? Habe ich gerade gesagt. Ja, musste ich ja mal vorlesen. Danke. Ein wenig gruselig. Dieses komische kahle Ding. Was ist dein Freund? Hier haben wir gar nichts. Habe ich da noch Inventar? Ich habe wahrscheinlich gar nichts mehr. Alles ist weg. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Da ist eine Münze. Eine Münze! Hurra! Ich habe jetzt wahrscheinlich eine von 10. Wow. Ich habe im ersten Teil gar nicht mal 2 gehabt. Ich hatte nur eine. Fällt einfach mal so die Wand zu, das ist schön, ne? Bevor ich da runtersteige, erstmal hier weitermachen. Okay, da komme ich wieder zurück in die Zelle. Ja, mein Ohr juckt, wegen diesem blöden Kopfhörer. Hässliche Bilder ohne Gesicht. Sowas ist immer hübsch. Oh, da ist noch eine Tür. Da geht's schon wieder runter, ich will nicht immer... Ich will nicht immer irgendwelche Leitern runtersteigen. Lass mich raten. Die ist verschlossen. Da brauche ich nämlich einen Code. Ja, den habe ich nicht. Also versuche ich auch gar nicht erst rum. Das würde keinen Sinn machen. Bei einem dreistelligen wird es ja noch gehen, aber wenn es mehr ist, dann wird es ein bisschen fummelig. Oh, guck mal. Ein Zeitungsartikel. Jack Dice? Jack Ryder? Wie hieß der? Jack Roth, Red Butterfly Orchestra Pianist and Composer, was found dead on Monday morning in his house outside of Newark. Newark Police Officer Sandy Herra couldn't confirm or deny if any foul play was behind the death of the pianist. Red Butterfly Orchestra said in a statement, "We are truly heartbroken at the loss of a close friend and a great musician. We send our deepest condolences to his family." Jack Roth.
Was hat Jack Roth damit zu tun? Guck mal, da ist noch eine Münze. Yay! Ach, ich will nicht immer mit der einen Hand spielen und mit der Tastatur dann. Das ist so anstrengend. Das geht so auf die Hände irgendwie. Auf den Arm. Eine Kamera. Und da ist noch eine Münze. Wenn man danach Ausschau hält, dann findet man sie auch ganz gut, ja? So ist es. Okay. Da ist nichts. Dann geh wieder rauf, hä? Oh, meine Nase juckt. Was ist da los? Dieses Vieh hat mich erschreckt. Dieses dumme Vieh. So. Gehen wir noch in die Zelle. Und da runter. Auch wenn ich nicht will, aber ich muss wohl. Warte mal, 49. Das war schon mal ein Hinweis, ne? Er starb im Alter von 49. Was haben wir hier? Pianist was beheaded. Warte mal. Lesen wir das noch? Well-known pianist Jack Roth did not die of natural causes, the Newark police confirmed during the press conference held on Monday morning. The autopsy report stated that he had died of poisoning. He was already dead when his head was removed from the body. Police are now searching for his wife, a 55-year-old psychiatrist, possibly related to the gruesome death of the pianist. Natürlich ist der Code 4955, das ist schon mal klar. Und die Tür ist zu, dann kann ich ja gleich hochgehen. Nicht wahr? Ist hier noch eine Münze irgendwo? Die sieht man manchmal ein bisschen. Oh. Ist sie das vielleicht? Seine Frau? Die ist verschlossen. Na gut, aber wir haben noch eine Münze. Uhu. Vielleicht werde ich im ersten Kapitel nochmal die Münzen suchen. Das war jetzt nicht allzu schwierig, oder? Das habe ich ja noch alles gut im Kopf. Na gut. Wenn man das ein bisschen entstellt, das Bild, also ein bisschen verändert, dann sieht es wieder gruselig aus, finde ich, die arme Frau. Ne? So, 4955. Das ist immer zu eindeutig. Hä? So? Auch nicht? 5549? Warum geht das nicht? Verschlossen. Die ist verschlossen. Brauche ich da noch mehr Nummern oder was? Well-known pianist Jack Roth did not 55. Warte mal, vielleicht mit der Kamera die Dinger hier fotografieren. Ah, 6044. Erster Schuss. Hä? Okay. Hat das gar nichts damit zu tun, diese Zahlen. Codefinder. Da ist eine Münze. Seht mal, die haben sie echt manchmal ein bisschen schwer versteckt. So ein bisschen fies, ne? Na gut. Gucken wir uns halt mal das Ding an. Das will's ja wohl, dass ich das mache. Oh, Schlüssel. Ein Schlüssel für die zwei. Und da muss ich wohl... Das sind Würfel. Das sind Augen. Ah, kann ich auch fotografieren. Jetzt habe ich ein Fotosymbol unten, das ist ja praktisch. Guck mal, sehe ich gleich, wenn ich was fotografieren kann. Okay, nochmal? Achso, das bringt aber nichts. Das ist wohl nur... Oh. Träume ich wirklich? Das ist ja interessant. Das kann ich jetzt wohl überall machen, um festzustellen, ob da was ist an den Wänden zum Beispiel. 6044. Ich mach das nochmal hier. Ah, dieses Bild, ne? Gruselig. Gruselig. Ich warte nur darauf, dass es sich bewegt und mich frisst. Das Ding da drin. Oh Gott. Ist auch nichts. Ich weiß, es ist ein bisschen eklig. Ihr habt ein bisschen was gegen Blitze. Das habe ich auch, aber... Oder ist nichts. Ah, dieses Bild, wo es raussuppt, ne? Ich habe versucht zu entkommen. Die Tabletten machen mich wahnsinnig. Ja, wir haben auch Tabletten genommen, übrigens, am Anfang des Spiels. Nur mal so, ne? Vielleicht machen sie uns auch wahnsinnig.
gehört. Nicht gut. Gar nicht gut. Aber was ist zu machen? Ja, bitte. So, Schlüssel. Nix. Das ist ein bisschen doof, da ich das jetzt echt immer machen muss, um Hinweise vielleicht zu bekommen. Ja, ne. Was haben wir da? Da ist doch was. Schade. Eine Münze. Na toll. Ich meine, es ist nur ein Bonus für irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir den Fährmann für den Fluss Styx bezahlen. Wisst ihr ja nicht, ne? Was ist das? Ach, das sind die Bilder. Die brauche ich wahrscheinlich hier oben. Willkommen in New Jersey. Newark, New Jersey. Das Vieh, dem kommen Würmer aus den Augen. Ist ja hervorragend. Ach, die Tür geht auf. Das ist die andere Seite, seht mal. Welcome to the other side. Hä? Oh. Okay. Etwas ist auf der anderen Seite passiert. Meister der Knöpfe. War jetzt nicht besonders schwer. Es war nur rumprobieren. Aber wenn ihr meint. Wenn du meinst, Spiel. Wahrscheinlich geht das Kapitel ja auch nicht so lange. Aber ich sag mal für das Geld. Naja, gut. Kann man jetzt drum streiten, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Aber warte mal, nee. Ich gehe erstmal auf der anderen Seite gucken. Bevor ich das mit diesen Platten mache, beziehungsweise dieser Zettel. Es sollte ja auch nicht schwer sein, ne? Dies Rätsel. Löse mir dies Rätsel. Oh Gott. Ihr habt's gesehen, ja? Ich hab das nicht. Ich hab mir das nicht eingebildet. Nein, 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 nein. Oh, die Klappe ist auf. Ein Schlüssel. Die drei. Yay. Oh Gott. Okay, und der Part ist, glaube ich, zu Ende, sagt mir mein Handy. Das tut mir sehr leid, Leute. Obwohl es jetzt gerade spannend wird, finde ich. Ja, es ist... hat so eine gewisse Grundspannung, was ich ziemlich gut finde. Aber das... Okay, lasst mir Liebe da, gebt mir Däumchen und schreibt mir was, meine Bienchen, meine Bierchen. Ja, okay. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns zu DK the Mare.